herzlich willkommen auf unserem Biohof Theiß. Das ist unser Hofhund Niki, ich bin die Uli und heute erhaltet ihr Einblicke in unseren Biohof in Lumta. Unsere Söhne haben damals mit 10 Hühnern begonnen, als sie circa 10 Jahre alt waren. Sie verkauften die Eier im Dorf. Die Nachfrage stieg so rasant an, dass wir uns überlegt haben, ein mobiles Hühnerparadies zu kaufen. Und inzwischen haben wir davon mehrere Hühnermobile. Die Hühnermobilparadiese sind aufgrund der Mobilität besonders toll für die Hühner geeignet, weil man sie immer wieder versetzen kann in das frische Wiesengras. Und dieses Wiesengras spiegelt sich dann später im Geschmack des Eis wieder. Der Mobilstall erhielt sogar den Förderpreis der ökologischen Landwirtschaft. Uns ist das Wohl der Tiere am wichtigsten. Das wissen auch unsere Kunden. Es gibt nichts Schöneres, als von ihnen zu hören, dass sie froh sind, endlich einen Biohof zu haben, der darauf Wert legt. Und sie jederzeit die Möglichkeit haben, zu sehen, wo ihre Eier herkommen. Die Eier sind auch in verschiedenen Märkten unserer Region zu bekommen, zum Beispiel der Naturkostladen Klatschmohn in Gießen oder verschiedene Edeka- und Rewe-Märkte hier in der Region. Vor 5 Jahren kamen 2 freundliche Menschen in den Laden hier und haben erzählt, dass sie vorhatten, eine Hühnerhaltung aufzubauen, eine Eierproduktion, auf der Grundlage der Mobilstallhaltung. Und die wurde zu der Zeit sehr stark diskutiert als eben artgerechteste Möglichkeit der Haltung. Und insofern passte das einfach sozusagen ganz genau zueinander. Und seitdem verkaufen wir mit Freude die Eier aus dem Mobilstall von Theiß. Unser Hofladen ist zu jeder Zeit offen. Und durch die offene Kasse ist es für jeden möglich, zu jeder Zeit spontan unsere Bioprodukte zu bekommen. Im Hofladen gibt es unsere Bio-Eier, verschiedene Größen, Marmelade, Suppenhühner, Liköre, die auch gerne direkt vor Ort von Radgruppen verkostet werden, die uns besuchen. Nudeln gibt es und all das, was der Garten saisonal hergibt, wie zum Beispiel zurzeit unsere Kürbisse. Natürlich gibt es auch unsere frischen Bio-Kartoffeln vom Acker, die wir im Frühjahr setzen und bis zur Ernte immer wieder mit dem Häufelgerät bearbeiten. Im Einklang mit der Familie ernten wir die Kartoffeln und natürlich darf nach der Arbeit die traditionelle Brotzeit auf dem Feld nicht fehlen. Herbstzeit ist Erntezeit. Auch da ist die ganze Familie dabei, wenn es um die Apfelernte auf unseren Streuobstwiesen geht. Die leckeren Äpfel werden in der nahegelegenen Kälterei zum Pressen gebracht. Der frisch gepresste Apfelsaft gibt es natürlich auch in unserem Hofladen in einem 5-Liter-Pack. Unser Hof bietet noch vieles mehr, wie unsere Ammenkühe. Die Kälber bleiben lange bei den Müttern. Unsere Lieblingskuh Paula ist inzwischen 11 Jahre und ist noch topfit. Oder unsere Schafe, die bei den Hühnern sind, um Schutz zu gewähren vor Angreifern wie Habicht oder Fuchs. Meine Leidenschaft ist das Blumenfeld zum Selberernten. Hier gibt es keine Preise. Jeder soll das geben, was ihm die Blumen wert sind. Wir gehen in der Region auf verschiedene Märkte, um mit dem Kunden ins persönliche Gespräch zu kommen. Dadurch wird Raum geschaffen für Fragen, Antworten oder Wünsche. Kommt uns besuchen. Wir freuen uns über jeden, der Interesse hat, mehr über unseren kleinen Biohof zu erfahren.